Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast und wie immer an meiner Seite der gute Tom Arte. Abend, Tom. Hallo Arti, wie immer. Und hallo Zuschauer. Und heute, ich denke mal, das Finale. Soweit können wir es schon anteasern von ja, Destination Europe. Genau, wir spielen das heute zu Ende. In Anführungszeichen ist ja eigentlich mehr, naja, eine Diskussion. Also ist ja ein Diskussionsspiel. Und wir schauen uns mal an, was die jetzt so in petto haben für uns. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, wie weit wir gekommen sind. Wir hatten letztens erst über auf EU-Ebene über bestimmte Situationen diskutiert. Also da gab es Situation 1, ein Flüchtlingsboot kam an im Mittelmeer. Und dann Situation 2 war, was machst du mit Flüchtlingen? Willst du die verteilen oder so? Oder Auf der willst du... Länderebene sozusagen. Genau. Ja, genau, dann kommt man genau auf Länderebene, nämlich, glaube ich, ach ja, da ging es dann viel um das Thema Arbeit, weißt du? Uns fehlen jetzt Arbeitskräfte im Krankenhaussektor oder so, und da können uns natürlich nur die Migranten helfen. Ja. Das ist natürlich die einzige Idee, die wir haben als gute Konservativen. Es gibt keine Arbeitslosen, wir haben Vollbeschäftigung und Ja, trotzdem fehlen Leute. genau. Und die sind ja natürlich alle viel besser ausgebildet, die zu uns kommen, als die Mindestens. hier sind. Mindestens, ja. Und jetzt sind wir auf der, ja, letztendlich lokalen Ebene, sozusagen auf der Flüchtlingsheimebene, wenn man so möchte. Ja, auf der städtischen Ebene sind wir, genau. Und was mir noch so eingefallen ist, als ich letztens drüber nachgedacht habe, eigentlich wäre es mal spannend, so den linksgrünen Versifften mal durchzuspielen. Also wir wählen ja hier immer nur das, ich sag mal in Anführungsstrichen, günstigste Ja. Ereignis aus unserer Sicht. Aber wie wäre es denn, wenn wir das ganze Spiel mal von links durchmetteln? Ja, stimmt, das Ne? wäre auch interessant. Wobei man dazu Oder ist das sagen nach muss, Karte 1 schon Grenzen offen, fertig? ja, wobei man dazu sagen muss, da würde es ja dann, also die Diskussion ist ja immer die gleiche. Also die Ereignisse, die kommen, sind ja an sich, glaube ich, wobei, Nee, warte mal, ich du glaube, wählst doch dann was anderes. stimmt, du hast recht, du hast recht, du hast recht, ich habe jetzt Mist erzählt. Das erste Ereignis pro Runde, also pro nationale Runde, EU-Runde und städtischer Runde, das ist gleich, aber hast recht, der Rest ist unterschiedlich. Das ist tatsächlich interessant, ob, wenn wir jetzt das zum Beispiel übelst offen wählen, also dass unsere Gesellschaft übelst offen wird, kannst ja diesen Marker verschieben, ob dann da steht, ja, du bist so ein toller Mensch und Glückwunsch. Alle Probleme gelöst, Zwinker. Ja, genau, das wäre aber übelst geil. Ah, Das könnte shit. man so als Speedrun mal noch machen. Ja. Ja, das müsste ich dann nochmal nachbereiten. Aber nichtsdestotrotz, jetzt gehen wir zurück auf die lokale Ebene und schauen mal, wo wir da zuletzt Ja, hängen geblieben waren, ja? rein in den Aal. Ja. So, ich weiß noch, hatten wir die 13 schon vorgelesen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nun gut, dann. Oder? Nee, doch, hatten wir. Aber wir können das ja trotzdem als Startpunkt hier für diese Folge nochmal vorlesen. Mach ruhig. Okay, das Zukunftsszenario. Grauzonen und soziale Spannungen. Ahmed fühlt sich nicht zu Hause. Jasmin hat einen Job, aber es ist schwierig, unter solch unsicheren Umständen zu arbeiten. Femi hat vorerst Glück und findet einen Weg. Er ist immer noch dabei. Das ist so gut. Der Femi, der, warte mal, der hat doch Schwarzarbeit Ja, gemacht oder richtig, so. er ist immer noch Er hat dabei. Glück und findet einen Weg. Ja, richtig. Okay. Weil Jasmin hat einen Job, aber es ist schwierig, unter solch unsicheren Umständen zu arbeiten. Was sind für unsichere Umstände? Ach so, warte, ah, ja. Weil wir hier so ein bisschen Konter gegeben haben, weil wir gesagt haben, zum Beispiel, ja, wir wollen lieber Leute anstellen aus unserem eigenen Land, sind das jetzt hier solch unsichere Umstände? Ja, Hä? wir haben gesagt hier, wir möchten gerne dein Pass und dein Arbeitszeugnis sehen. Ja, Oh genau, Gott, oh Gott, oh Gott. das sind für sie natürlich unsichere Umstände, weil wenn sie da Ja. nichts vorzuweisen hat, ist es natürlich schlecht. Aber sie arbeitet, da ist der FDP-Kack besänftigt. Ja, Ja. Qualifikation, ich habe schon mal Medikamente genommen, also bin ich Krankenschwester. Also. So, die EU-Öffentlichkeit wird verschlossen. Ausländische Arbeitnehmer sind nicht willkommen. Das ist halt schon mal eine Lüge. Und es gibt verstärkte Bemühungen, irreguläre, illegale Migranten zurückzuschicken. Ja, und das ist doch gut. Aber es gestaltet sich Also als der. schwierig und kostspielig, Menschen zurückzuschicken, die nicht gehen wollen. Geil. Deswegen wollten wir sie Geschickt. doch gar nicht erst haben. Zivilgesellschaftliche Organisationen protestieren gegen Zwangsrückführungen. Das Land ist uneins darüber, wie man mit Ausländern umgehen soll, die Teil der Gesellschaft sind, aber kein Bleiberecht haben.
Hier stimmt ja gar nichts. Hier stimmt echt so gar nicht. Also, wenn wir jetzt live wären, also an dem Tisch sitzen würden, dann würde ich jetzt den Tisch so umkippen, wenn wir zusammen spielen würden. Ja. So wie so ein Table Flip. Fickt euch, Also, Leute. wenn wir jetzt mal dieses Kasper-Dirk-Szenario aufmachen, falls du das gesehen hast, und ich bin jetzt Dirk, und ich bin jetzt Dirk und liest das vor, und Kasper würde einfach nach jedem Satz so reingrätschen. Warte, warte, warte mal. Wer ist So, denn überhaupt so. Dirk, Das Mann? war ein kritischer Zuschauer, Okay, aber ein philosophische Vorlesung. ziemlicher Normie-Typ. Okay. Der hat auch immer so 10 Punkte aufgemacht und man musste immer reingrätschen. Das war ganz lustig. Und hier muss man ja eigentlich wirklich auch nach jedem Satz reingrätschen. Ja, das ist echt schlimm. Selbst nach jedem Halbsatz. Also, Ja. ist wirklich so. Zum Beispiel, ausländische Arbeitnehmer sind nicht willkommen, Komma, weißt du? Und du bist eigentlich schon Ja, bei dieser halt, Zeile, wo du stopp. sagst, das ist so nicht richtig oder super duper vereinfacht. Ja, es ist einfach nicht richtig. Es ist nicht mal vereinfacht, es ist einfach falsch. Ja. Ah, so, jetzt sind wir auf jeden Fall bei Ereignis 15. Migranten in eurer Stadt. Ja. Migranten in eurer Stadt, ich lese das mal vor. In eurer Stadt leben bereits viele im Ausland geborene Menschen. Und es werden immer mehr. Die Migranten lassen Was sich haben wir oft denn in hier demselben. gespielt? Ja, das ist ja das Ding, nämlich, was ich meinte, am Anfang jeder Runde, wir sind ja jetzt wieder am Anfang der Runde, kommt dasselbe Ereignis, egal was du vorher gewählt hast, weißt du? Also, Ach, wenn wir ist die das so? übelst. Ja, das ist so, genau. Hier innerhalb der Runden können sich die Zukunftsszenarien unterscheiden. Also es gibt da ein linkes und ein rechtes und ein mittleres Zukunftsszenario. Aber die Runden, die drei Runden, die nationale, die internationale und die städtische Runde, die fangen mit demselben Szenario an. Deswegen sind wir hier auf demselben Level. Warte mal, das heißt, du willst mir jetzt sagen, die Leute kriegen unser Geld und schaffen es nicht mal, eine in sich verwobene Story zu errichten, sondern sagen, ja, ist mir doch egal, was ihr vorher abgestimmt habt. Hier, so, bam, da sind wir Richtig. jetzt. Geil. Richtig. Wie faul ist das denn? Universität Luxemburg. Ja, Oder? stimmt, Ich, eine oder Scheiß was? Uni. Liechtenstein? Nee, es war, glaube ich, Luxemburg. Ja. Ja, so, Migranten in eurer Stadt. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz Ja, ich hab dich mich jetzt, ich bin da reingekriegt, ausklopfen. Entschuldigung. Ja. Nee, ich musste kurz mich räuspern. So, die Migranten lassen sich oft in denselben Vierteln nieder. Ja, wissen wir ja. Das ist halt die Kettenmigration. Weißt du, was? Das hatte ich schon in der ersten Folge lang drüber geredet. Wenn ich nach Syrien kommen würde und da wären viele Deutsche, gehe ich auch ins deutsche Viertel. So, in einigen von ihnen, also in den Vierteln, gibt es Berichte über Armut und zunehmende Kriminalität. Und die Spannungen mit den Einheimischen nehmen zu. Oh. Femi lebt in einem solchen Viertel. Er hat immer noch keine Papiere. Okay, dann geh bitte. Ahmed hat in demselben Viertel eine Sozialwohnung bekommen. Jasmin arbeitet jetzt als Krankenpflegerin und mietet eine kleine Wohnung in der Nähe. Ja, hier Mensch. zum Beispiel. Jasmin, der haben wir ja voll diese unsicheren Umstände zum Arbeiten bereitet, eigentlich mit unserer Entscheidung zuvor. Und die arbeitet jetzt trotzdem als Krankenpflegerin, weil das Spiel halt wirklich in sich gar nicht geschlossen ist. Ja, und sie kriegt halt eine Wohnung. Also, wenn es alles so So, unsicher was ist wäre, würde eure sie Priorität? Wollen wir da keine jetzt mal Wohnung hingehen? kriegen, ne? Aber gut, ja, lass uns weitergehen, ja. So, und dann kommen wir jetzt zur Karte Migranten in eurer Stadt, also zu den Ereignissen, die wir hier haben. 15a und 15b. Kannst du da mal bitte hinspringen, Arti? Genau. So, wir machen es mal so. Lest du mal, du liest heute mal die Kackkarten vor, so 15a Verdammte jetzt. Axt. Okay, wir starten ein neues Integrationsprogramm. Es gibt mehr Yay! Sprachkurse, Jobtrainings für Migranten. Und Jobtrainings für Migranten. Für Manche alle Menschen Migranten. in eurem Land sind dagegen, Geld für Migranten auszugeben. Soll ich gleich rechts weiterlesen? Ja, ne? Ja, genau. Was passiert denn dann, wenn wir das wählen? So, Ahmed ist glücklich. Ich nehme an einem Sprachkurs teil, der mit der Berufserfahrung verknüpft ist. Das wird mir helfen, einen Job zu finden. Ich erzähle meinen Freunden aus anderen Städten, dass sie hierher ziehen sollen. Geil, Yay. geil, Also, wie war das mit dem Kalkutta-Ding? Ne? Na egal. okay. Aber das ist geil. Ich meine, die werden das ja hier, die Macher, auch so bewusst anteasern, meine ich, dass man darüber diskutiert. Weißt du,
Dass es halt zu Kettenmigration führt, wenn du es in deiner Stadt besonders migrantenfreundlich machst. Das ist schon Ja. witzig. Das ist schon witzig. So, Femi, das war der Fischer, ne? Genau, das war der schwarze Fischer, 21 Jahre aus Westafrika, mit dem schicken gelben Schal. Wir kennen und lieben ihn Der immer alle. noch dabei ist, genau. Genau. Und er sagt, es wird immer einfacher, hier zu leben. Mensch. Ja, ist so easy, wie ich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehe. Oh Mann, Auch ey. ohne Dokumente kann ich einen Sprachkurs besuchen. Das Ja. wär mir neu, dass das jetzt anders ist, aber ist okay. So, und Jasmin ist so, sie sagt, die Stadt will den Migranten helfen. Aber ich mache mir Sorgen, weil sich einheimische Bürger darüber beschweren, dass die Bürgermeisterin, so viel Zeit muss sein an der Stelle, zu viel Geld für Ausländer ausgibt. Vor allem, Und. naja, ich finde, warte, stopp, ich finde hier die Begründung ein bisschen komisch. Ich mache mir Sorgen, weil sich Einheimische darüber beschweren, also so, darüber beschweren, dass die Bürgermeisterin zu viel Geld für Ausländer ausgibt. Das ist ja in dem Sinne jetzt eher eine Beschwerde an die Politik als in Richtung der Jas Ausländer oder jetzt speziell der Jasmin. Also, das finde ich jetzt hier irgendwie vorgeschoben. Naja, ich denke, sie ist ja die Altenpflegerin, die wird das solche alten Omis hören, die da sagt, Ah, okay. ah, ich arbeite hier 45 Jahre als Friseuse und die kriegen das in den Rachen geschmissen, da müsste da wieder einer kommen, der Ah, ich durchgreift. So, verstehe. dann denkt sie so, ups. Ja, 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 ja. Ist klar, an sich halte ich das aber nicht für ein Riesenproblem. Also ich finde halt immer diese linke Argumentation, ja, damit tun wir die Rechtspopulisten stärken und darunter leiden dann die Migranten. Das, Ist das deswegen ist sie ja auch nicht traurig, sondern so neutral, neutral, ja. ne? Ich verstehe, ja. Ja, an sich ist keiner hier von denen negativ beeinflusst. Also Integrationsprogramm ist für die Migranten alle super. Also machen Natürlich. sie das. Ja. Genau, und die EU-Öffentlichkeit, die macht was? Die rutscht nach links und Migranten sollten dabei unterstützt werden, die Sprache zu lernen und einen Arbeitsplatz zu finden. Aber was ist, wenn viel Geld investiert wird? Und sie trotzdem weiter Sozialleistungen beziehen. Ja, Mensch, was ist dann? Ja, wow. Das Das ist eine Situation, erinnert die mich ja ist schon bestimmt. fast an heute, also. Ja, also das ist ja fast realistisch. Okay, gut. Und das andere Ereignis, was wir wählen könnten und vielleicht wählen, ist natürlich die B hier. Investiert, um die Wohnsituation in Problemvierteln zu verbessern. Neue Spielplätze und Parks werden gebaut. Wohnungen werden renoviert und einheimischen Arbeiterfamilien angeboten. Das Viertel wird generell attraktiver und einige Migranten sind gezwungen, in billigere Gegenden umzuziehen. Aber Aha. die sind doch immer noch dann da, oder? Ja, Hä? ich finde das hier auch ein bisschen komisch. Wir tun investieren, um die Wohnsituation in Problemvierteln zu verbessern. Aber in dem Problemviertel leben ja eben die Migranten. Also Wohnungen werden renoviert und einheimischen Arbeiterfamilien angeboten. Gut, also die sprechen ja wahrscheinlich von so einer Art, also das klingt hier wie so eine Art Gentrifizierung, weißt du? Also das Viertel wird aufgewertet und dadurch müssen halt die Leute, die sich das nicht mehr leisten können, die müssen dann halt abwandern. Richtig. Halte ich weiß nicht, halte ich hier tatsächlich für ziemlich unrealistisch, ganz ehrlich, dass sowas stattfindet, also durch einen Eingriff von oben, vor allem auf städtischer Ebene, halte ich irgendwie für unrealistisch. Meistens ist das eher von unten, dass die Leute von allein in bestimmte Gegenden ziehen und sich das Viertel so nach und nach wandelt oder dass die Leute einfach älter werden. Also du hast das ja oft bei so Künstlervierteln, die gentrifiziert werden, dass halt aus den jungen Wilden, die da irgendwo in so ein Viertel ziehen und ihre linken Projekte haben und irgendwie Kommunen, was weiß ich, aus denen werden dann halt auch irgendwann Familienväter und Mütter und so Ja. und die werden dann konservativer und dann ja, wird das Viertel auch ja, ich will nicht sagen gesitteter, das ist das falsche Wort, gesetzter. Gehipstert, Es wird gehipstert, ja. Ich meine, aber auch selbst wenn es so wäre, das Problem verschiebt sich ja bloß in einem Stadtteil. Also da wird ja gar nichts gelöst. No? ja. Ja, aber an sich ist es ja schon besser, also die Wohnsituation im Problemviertel zu verbessern. Also das würde ich auf jeden Fall wählen, Also wahrscheinlich. klar, es kommt Klar. zumindest bei den Leuten an, also bei den eigenen Leuten kommt mal was an. Genau, es kommt bei den Ja. eigenen Leuten an. So ist es, so ist Aber es. Also das nützt allen. das Grundproblem bleibt ja weiterhin, ne?
Ja, stimmt, Das die gehen ist dann so halt in wie, ein anderes Viertel. du darfst nicht mehr am Hauptbahnhof betteln, geh zum Hauptbahnhof Ja, Süd. genau so, genau so. Mensch. So ist es. So, und was passiert, wenn wir das wählen? Ihr habt entschieden, die Wohnsituation in den heruntergekommenen Gegenden zu verbessern und mehr einheimische Familien anzusiedeln. Also das klingt hier so fast nach großem Austausch, aber in die andere Richtung. Ja, So, ja, Reconquista, Reconquista, genau. Ahmed ist neutral eingestellt. Es ist gut, dass die Stadt in diesen Ort investiert. Aber warum mussten sie unseren Sprachunterricht in einen anderen Bezirk verlegen? Das klingt so, als wäre da jetzt in Kasachstan der Ja. Sprachunterricht. Hä? Der Arme, jetzt muss er eine Vor halbe allem. Stunde Bahn fahren. Das finde ich komisch. Vor allem, wenn die Wohnsituation im Viertel verbessert wird, tut doch nicht gleich deswegen der Sprachunterricht dann in einem anderen Bezirk stattfinden. Also, ja, es ist Es halt konstruiert. ist auch falsch. Also angenommen, das wird jetzt so Ja. durchgezogen, das dauert doch Monate bis Jahre, bis da, Jahre eher, ja. ja. Ne? Und wie lange geht ein Sprachkurs? Paar Monate? Naja, gut, beim Ahmed wahrscheinlich länger, glaube ich. Ich habe das Gefühl, der ist nicht so sehr smart in der Runde hier. So, kommen wir zum Smarten, zum Femi. Der ist angepisst von. Der will nicht, dass man den einheimischen Familien hier die Wohnung zuschanzt. Der Femi sagt, ein Zentrum mit kostenloser medizinischer Hilfe wurde geschlossen, weil es die Miete nicht mehr zahlen konnte. Hä? Wohin soll ich jetzt gehen, wenn ich krank werde? Nein, ins Da geht's, Krankenhaus! Was ist geht, denn das? ja, geht Hä, zum was ist. Arzt, ne? Hä, warte mal, dieser Satz macht hinten und vorne keinen Sinn. Ein Zentrum mit kostenloser medizinischer Hilfe wurde geschlossen, weil es die Miete nicht mehr zahlen konnte. Also, hä, Also wir haben ja. so ein NGO-Ding wahrscheinlich. Ja, ich meine, wir haben ja die normale gesetzliche Krankenversicherung und unter die fallen ja auch hin zu Kunst, da fällt ja jeder Migrant auch rein. Ja, aber Also. der Femi, unser alter Fischer, hat ja keine Dokumente. Der hat ja sogar seinen Angelschein verloren. Also für ihn könnte Ja. es schwer werden, Nee, nee, ne? nee, nee. Ich denke selbst. Ah, ich denke selbst dann bist du da behandelt. Von wegen hippokratischer Eid und so. Ja, Also wir also sind halt nicht in den ich sehe das auch, USA. dass es hier sehr konstruiert ist. Das ist Und extrem konstruiert, gerade also. wegen solcher Konstrukte würde ich echt gern den linken Take von diesem Spiel spielen wollen. Genau. Also die wollen uns hier wirklich die rechten Punkte immer matig machen. Also, dass die Migranten halt hart darunter leiden. Also, das ist hier, das finde ich gerade jetzt wirklich sehr albern. Ein Zentrum mit medizinischer Hilfe wurde geschlossen. Ja. Zu Deutsch Krankenhaus. Okay, Jasmin ist froh darüber. Mein Haus wurde renoviert und meine Miete erhöht. Aber ich bin froh, dass sich der Ruf dieses Viertels verbessert. Also sie ist definitiv nicht deutsch. Kein Deutscher freut sich, wenn die Miete steigt. Aber gut. Das ist es. Naja, warte, nee, nee, das war ja Ich weiß der, schon, das war der, der das war zweite der Satz. negative Teil und Ja. dann aber, ich bin froh, dass sich der Ruf dieses Viertels verbessert, weißt du? Also Ja. das ist, ja. Da Die kann sie Jasmin. dann ihrer Oma, die da böse schimpft, aber die Migranten sagen, hier, ich wohne aber im guten Viertel. Ja, genau. Ich bin besser als Und du. den kleinen Finger abspreizen dabei, ja. Ja, genau. So, und die EU-Öffentlichkeit, da wandert der Chip nach rechts, Richtung verschlossen. Da heißt es, es gibt mehr bezahlbaren Wohnraum für einheimische Familien basiert. Aber was ist mit den Migranten, die es sich nicht mehr leisten können, dort zu wohnen? Wohin sollen sie gehen? Ja, woanders. Aber das verstehe ich übrigens nicht so an der Karte an sich im Ganzen. Also die ganze Geschichte wird jetzt aufgewertet. Und das heißt ja, dass die Mieten steigen. Wieso ist denn der Wohnraum bezahlbarer für einheimische Familien? Denen geht es doch genauso beschissen. Naja, die gehen hier implizit davon aus, dass die mehr verdienen. Die Deutschen. Okay. Und das halte ich ja ehrlich Puh. gesagt, hätte ich jetzt für sogar für realistisch gehalten, oder nicht? Vielleicht lehne ich mich jetzt hier aus dem Fenster. Aber ich hätte gedacht, der Durchschnittslohn ist zugunsten der Einheimischen liegend in Naja, Deutschland. aber es hat mir ja festgestellt, durch diese lustigen Migranten werden die ja gegeneinander ausgespielt, die Niedrigverdiener. Das ist richtig, Ja. ja. Deswegen, die können halt nicht 20 Euro die Stunde nehmen, wenn der Migrant das für 16 macht. Oder für Mindestlohn. Ja, gut, das stimmt. Oh, hast recht. Ich meine, wir reden ja hier trotzdem noch von einem Problemviertel. Da werden jetzt hier trotzdem keine Ingenieure und Ärzte und Steuerberater dorthin ziehen, sondern halt die bissel besser gestellten, also die irgendwie einen Vollzeit-Hausmeisterjob haben oder was weiß ich.
an der öffentlichen Stelle, die da ein bisschen Glück haben, ich weiß es nicht. Das ist dann schon Glück, ja. Das ist dann, genau, das sind dann schon die besseren. Naja, Also in komisch gerade, die Situation ist sehr komisch. dem Arbeiterdunstkreis, mit dem ich zu tun habe, die verdienen alle so ein bisschen über Mindestlohn. Und wenn dann Leute aus Osteuropa oder noch weiter wegkommen, Der dann Arbeiterdunstkreis. ja, puh, ne? Okay, redest du ja wieder von deinen linken Vereinigungen, wo du Nee, ich red von meinem. Schriftführer bist. Ja, ich mach mal eine Notiz hier in die Akte. Okay. Gut. Nee, ich meine richtige Arbeit. Ja. So, aber wir schauen mal, wohin die Immigranten jetzt gehen. Ja, bitte. Ja. Oh. Leben am Rande. Ich lese mal vor. Leben am Rande. Einige Viertel werden immer attraktiver und es gibt dort einen Mix aus einheimischer und zugewanderter Bevölkerung. Ärmere Migranten mussten jedoch in günstigere Gegenden ziehen, die aufgrund von Armut und Kriminalität einen schlechten Ruf haben. In diesen Gegenden gibt es nur wenige Kontakte zwischen Migranten und Einheimischen. Mit einer solchen Adresse ist es schwer, einen Arbeitsplatz zu finden. Oh, Das Ursache und Wirkung ist verwechselt worden, oder? erstmal das und das ist doch eigentlich dieselbe Karte wie vorher. Also, vorher hatten wir auch Problemviertel. Ja, gut, und jetzt haben wir Leben am Rande. Gut, die meinen so, dieses Außengrenzsein würde sich etablieren, das würde sich hier verfestigen. Na, wie du schon sagst, jetzt sind wir in diesem Viertel vor der Renovierung. Ja. Ja, genau, das ist dann das nächste Viertel vor der Renovierung. Ja. Übrigens zu dem Bild hier, was wir sehen, das ist natürlich wieder dieser Globo-Home-Art-Stil, aber die Häuser, die man da sieht und so, mich interessiert das, mich interessiert, um Gottes Willen, mich erinnert das nochmal an den Film Sonne und Beton, oder? Ja, Das hat ja auch allerdings in so ist das einer Siedlung hier, gespielt. die sind renoviert, ne? Also Sind die hier renoviert in dem Bild? Also nur ja, weil sie bunte Fenster haben? die sind nicht grau. Ja, aber guck mal, der Basketballplatz zum Beispiel, der ist so beschmiert, dieser Korb. Und guck mal, Ja, die Häuser da gut. hinten rechts ist auch beschmiert. Also ich denke, das soll schon eher so eine Bude sein, wie in Sonne und Beton, so eine Altbaubude. Ne, Ich Altbau gehe nicht, mal eine aber. Karte zurück. Da haben wir auch Ja, schon eine ja. schöne Szenerie. Warte mal, Gut, das findest du, ist das jetzt. sieht schlechter? Ja, gut, die Das Farbe ist macht's wenig, halt. das ist jetzt wenig aussagekräftig, ne? Ja. Ich gehe noch Was eins höher. sind. Warte, geh nochmal Ja. zurück, bitte. Ja. Migranten in eurer Stadt. Geh nochmal, aber hier, was sind denn das eigentlich für, was machen die denn da? Also treten die Die sich hier zusammen, die spielen Kinder, so oder? Fußball. Ich glaube, das wird hier in der. Warte, ich gehe Haben die nochmal. den Ball? Hier ist Ach es. so, und da haben sie den Ball, okay. Und die sagen alle, hey, nimm den Ball weg! Also das sieht so aus, als müsste er sich übelst wehren gegen die anderen Leute. Aber gut, Leben am Ja. Rande, so. Was ist eure Priorität? Was würdest du machen, Arti? Also was kann man jetzt hier machen? Also Ja, genau, das ist meine Frage. Du sollst das jetzt abschieben? hier alle vorlesen. Abschieben, ja, genau. Okay. Wir investieren in bessere Beziehungen zwischen den verschiedenen Gemeinschaften. Lokale Initiativen versuchen, Menschen zusammenzubringen und Vorurteile aufzulösen. Gruppen, die sich der Integration widersetzen, sind schwer zu erreichen und zu überzeugen. So, Guck mal, und vor allem wenn sind wir. jetzt hier alle glücklich wieder. Stimmt. Okay, wenn wir das machen, dann, Ahmed. Bislang habe ich es nur mit Menschen aus meinem Land zu tun gehabt. Okay. Es ist dann der Zeit, ein paar Einheimische kennenzulernen. Das ist schlimm. Der ist schon jahrelang hier und arbeitet und alles. Und oh, es ist schrecklich. Ist das schrecklich? Oh Gott. Aber Hauptsache Ahmed ist Oh, glücklich, ne? na warte, Hauptsache Ahmed ist es glücklich. wird noch besser. Femi hat die Liebe Ja. seine Le seines Lebens gefunden. Oh, oh. Im Warte mal, Moment weil ist wir in er bessere glücklich. Beziehungen zwischen verschiedenen Gemeinschaften investiert haben. Lokale vor allem, warte, geh nochmal bitte zurück auf 17a. Warte, also ich finde das hier schon wieder so absurd. Auf 17. Ja. Warte mal kurz, ich will das nochmal kurz reinlesen. Ärmere Migranten. Okay, nochmal weiter, weil für mich wird hier nicht klar, was sind denn das für wahnsinnig tolle Maßnahmen, die hier ergreifen, dass der Femi seine große Liebe findet. Geh nochmal auf 17a, bitte. Da steht er hier als, einfach nur als das, was sie konkret machen. Lokale Initiativen versuchen, Menschen zusammenzubringen und Vorurteile aufzulösen. Und. Ja, du hast also Sozialarbeiter schlussendlich, oder? Ja. Aber zack, hat das eine Wirkung. Also,
Gut, das ist jetzt nur mein eigener Eindruck. Ich kann das null statistisch belegen, aber ich habe persönlich den Eindruck oder das Gefühl, so dieses ganze Thema Sozialarbeit würde sehr wenig bringen. Das sagen ja auch viele Sozialarbeiter. Vor allem, weil Ja. das ist ja auch, sowas ist ja auch schlecht skalierbar. Ich meine, als Sozialarbeiter musst du ja die Leute wirklich persönlich ansprechen. Du bist jetzt ein Sozialarbeiter, was weiß ich, und du hast jetzt in der Woche, lass es 30 Leute sein, mit denen du da dich beschäftigst. Das, denke ich, ist schon viel, oder? Von mir aus 50, aber das ist ja trotzdem immer noch ein Witz im verglichen mit dem ganzen Viertel, was da alles los ist. Ja, und selbst wenn, also welchen Einfluss hast du auf diese 50 Leute, ne? Ja, eben. Und wir haben jetzt hier bei den Ergebnissen, die rechts für die Migranten stehen. Ich meine, wir haben hier drei Migranten und bei zweien ist es positiv. Also quasi zwei Drittel aller Migranten werden erreicht mit diesen Maßnahmen. Und das finde ich irgendwie komisch. Da Vor bin allem ich mir gar nicht sicher. Also Ahmed schreibt ja nur, es ist mal an der Zeit, nicht, dass er es macht. Ach Ne? so. Oder? Ja, aber für mich kommt es so ein bisschen raus, er würde es machen, aber gut, klar. Vor allem Femi hat die Liebe seines Lebens getroffen. Im Moment bin ich glücklich. Und die Liebe hat er getroffen, weil wir die einheimische Bevölkerung mit der ausländischen hier Na, verbinden. weil es so Ich eine dachte Art so. Stuhlkreis gab, so Ja. für alle Femis dieser Welt, so. Oh, ich erinnere mich da so an Sachen. Gerade 2015 war ja so eine völlig verrückte Zeit, was dieses ganze Flüchtlingsthema anging. Und auch so 2016. Und da gab's ja die verrücktesten Maßnahmen, die irgendwelche Gutmenschen ins Leben gerufen haben. Und da gab es zum Beispiel so Flirtkurse für Flüchtlinge, weißt du? Ah, wirklich? Nein, Ja, ja. doch, 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 das gab es wirklich. Flirtkurse, so wie du die ansprichst, Fucken, Fucken heute noch. Ich will Fucken. Ja, es gab wirklich Flirtkurse. Und vielleicht hat er hier bei einem Flirtkurs teilgenommen und dann hat er die Liebe seines Lebens ins Gebüsch gezerrt. Okay. So. Es ist schön, dass ich jetzt Jasmin vorlesen darf an der Stelle. Ja, bitte. Es wäre schön, wenn wir mehr Kontakt zu den Menschen hier hätten. Aber werden sie aufhören, uns als Problem wahrzunehmen? Nein. Tut mir leid. So, und die EU-Öffentlichkeit sagt, es stimmt nicht immer, was die Medien über Migranten berichten. Viele sind hart arbeitende Menschen, die sich um dieselben Dinge sorgen wie wir. Als würden die Medien das anders Ja, darstellen. als würden die Medien hart negativ über Migranten berichten. Also, in welcher Welt leben die? In welcher Welt leben die bitte? Das ist Okay. Femi, der sein Fischernetz zu einer Hängematte umfunktioniert hat, um 23 Stunden am Tag zu schlafen. Er ist ein sehr hart arbeitender Migrant. Das Lächerlich. ist ja sonst wer. So, das Ereignis 17b. Das wäre jetzt die zweite Möglichkeit, die wir wählen könnten. Setzt mehr Polizeikräfte und Kameras in Problemvierteln ein. Manche Menschen fühlen sich beruhigt. Einige Migranten fühlen sich bedrängt und haben Angst vor polizeilichen Übergriffen. Ihr habt entschieden, in die Sicherheit in Stadtteilen zu investieren, in denen viele Migranten leben. Ahmed, fühlt sich schlecht dadurch. Ich fühle mich etwas sicherer, aber auch weniger willkommen. Wenn Arbeitgeber meine Adresse sehen, laden sie mich überhaupt nicht zu einem Vorstellungsgespräch ein. Oh, Hashtag hier ist schon wieder so Hörensagen. viel Ja. falsch. Hier ist schon wieder so Ja. viel falsch. Ja, wirklich dieses Hashtag Hörensagen. Also als würde man nach der Adresse wählen, wen man einlädt. Also das habe ich noch nie gehört. Er am Vornamen. Ganz ehrlich. Also Ja, und das halte ich dann für schreib halt eine plausibler. andere Adresse hin. Ja, der Postfach, oder? Ja. Keine Ahnung. Ach, es ist wirklich dämlich. Es ist wirklich dämlich. So, Femi ist auch negativ beeinflusst. Das gefällt mir nicht. Was ist, wenn sie anfangen, Papiere zu überprüfen? Oh, Femi, warum? Was hast du zu verbergen, Femi? Ja, wir wissen es. Ja, Femi war ja hier der super irreguläre Migrant, der halt gar keine Papiere hat und nichts, der illegal einfach. Vor allem habe ich schon der Irreguläre gesagt, um Gottes Willen. Ich werde dich schon beeinflusst von dem. Seid ihr Femi ist vergeben? der Illegale. Femi ist der Illegale. So, oh, Jasmin findet das gut. Das sind gute Nachrichten. Ich komme oft spät von der Arbeit zurück und fühle mich nicht immer sicher. Okay. Und, ah, guck mal, jetzt haben sie hier übrigens rechts unten, haben sie vergessen, das zu übersetzen. Das hieß ja immer Stimmt, EU-Öffentlichkeit. ja. Jetzt steht hier EU Public. Es wird etwas gegen Kriminalität in dieser Stadt unternommen.
Aber werden damit die Probleme in den Vierteln wirklich gelöst? Die Hä? Gebühren bei der Arbeit wieder mal. Vor allem, werden die Probleme in den Vierteln wirklich gelöst? Also sollen wir am besten gar nicht gegen Kriminalität was tun? Das ist halt so dieser Berliner Grüntake, weißt du? Du hast jetzt zum Beispiel Drogendealer im Görlitzer Park. Und ja, nee, das ist ja, das tut gar nicht die Probleme, die viel tiefer sitzen, da bekämpfen, wenn wir da die Drogendealer, denen die Geschäfte versauen. Nee, wir machen jetzt den ganzen Park zur Drogendealerzone und dann tun wir dort noch die Bereiche abstecken. Weißt du, haben die ja Diese angefangen, pinken Vierecke da, ne? genau solche Vierecke zu sprühen, dass jeder sein Revier hat. Also wie so Raucherbereich, also absoluter Also ich Quatsch. glaube, Revier trifft's halt gut, ne? Ja. Ah, also Also die Karte. die Karte, also die Karte an sich, natürlich wählen wir jetzt das Ereignis 17b, das haben wir immer gemacht. Na warte, da möchte ich tatsächlich mal reingrätschen, weil die Karte ist halt eigentlich auch an sich scheiße, ne? Naja, Also mehr wenn. Polizeikräfte Nee, nee, und nee. Kameras. Also es tut mir leid, aber wenn ich jetzt an die lustige C-Zeit denke, noch mehr Kameras und Polizei, noch mehr Überwachung des öffentlichen Raums. Ja, aber guck mal, Ne? sind wir doch mal Es fängt realistisch, doch worum es immer jetzt hier damit an. geht. Also es geht hier um ein Viertel, wo Kriminalität vorherrscht. Und da würden wir doch ganz bestimmt nicht diesen grünen Weg gehen und die einfach gewähren lassen. Also sind wir doch Nee, ich ehrlich, wir deswegen, beide. ich finde beide Karten scheiße. Naja, was wäre denn dein Lösungsansatz? Also hast du Naja, was Besseres? ich will jetzt nicht wieder dieses Abschiebe. Naja, gut, klar, das ist die Traumlösung. Ja. Ja, Aber jetzt so was konkret heißt mit dem Traumlösung? Problem in dem Viertel, was da ist. Also, du hast jetzt hier Migranten und Deutsche und du kannst ja auch selbst auch die Deutschen abschieben, die sich da scheiße benehmen. Da wird es ja auch welche geben. Was machst du? Naja, musst du halt Polizei Ja, einsetzen. also die normale Kartoffel landet halt im Knast, ne? Ohne Samthandschuhe. Das ist jetzt ja, Ah, ne? das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Nee, muss ich erst sein. Also ah Gott, jetzt erzähle ich Sachen. Aber ich sag's einfach, ich bin so ein bisschen, naja, was heißt Fan, aber ich tue so manchmal aus Gag mir Domian anhören. Ja, Kennst du ja, den? ja, Das ist so ein ja, Radio-Onkel. Und da höre ich mir manchmal so aus den 90ern so alte Folgen an. Und da gab es schon in den 90ern gab's dieselben Probleme wie heute, dass da irgendwelche Leute aus dem Knast anrufen, die haben jemanden ermordet und sagen, oh, mir geht's hier übelst gut und gar kein Problem und ich komme bald wieder raus und all solche Sachen. Also das Gefängnis war in Deutschland schon immer einfach, auch für die Deutschen. Da würde ich mitgehen. Also, ja, die sollen im Knast landen und B, müsste man das Strafrecht doch irgendwie reformieren. Ja, auf jeden Fall. Also es kann ja nicht sein, dass du sagst, du bringst jemanden um und kriegst da den Luxusknast und betrittst jetzt überspitzt gesagt drei Autospiegel ab und dein Leben ist ruiniert. Das ist Ja, völlig falsche Äquivalenz. wobei nicht mal das, oder? Mit den Autospiegeln jetzt zum Beispiel. Also es gab doch jetzt erst diesen Fall, dass so ein Syrer oder irgend sowas, Ja, der hat der ist hier ja nicht hunderte Autos. zurechnungsfähig, ja. Ach so, ist er nicht zurechnungsfähig? Das, War das so? ja, das ist Okay, um das der aber arme nochmal Mensch. abzuschließen, du hast jetzt schneller erkannt, aber die Zuhörer vielleicht nicht. Da war halt so ein Fall vom Syrer. Ich glaube, der hat in Berlin was, glaube ich, oder so. Er hat halt hunderten Autos oder Hamburg, hat er die Scheiben eingetreten und eingeschlagen mit Steinen und was weiß ich. Weil er, ich bin mir nicht sicher, ob es wegen Trunkenheit am Steuer, aber er hat seine Farb Erlaubnis Ja, verloren und ja, genau. Da war es sauer, deswegen dürfen genau. die anderen auch nicht Auto fahren. Auf Autofahren generell, genau. So, auf jeden Fall, wir nehmen hier ein 17b als Ereignis, oder? Mit den Polizeikräften. Ja, wenn es kein 17C gibt, ne? Gut, ich muss dazu sagen, ich habe dir die Entscheidung hier abgenommen, weil ich die Karten hier so zusammengestellt habe, dass wir jetzt bei der Karte 21 landen. Du Schwein. Ja, aber ich kann das gerne Nee, nochmal im Nachgang alles gucken Gute, ja. mit den linken Ereignissen. Ich wollte bloß noch was zu Ahmed sagen. Das ist auch wieder so ein bisschen schizophren, ne? Ja, Also eben. er fühlt sich etwas sicherer, ne? Hat er geschrieben Ja. hier. Und aber was wäre denn das Gegenereignis? Also, dass er halt auf dem Bewerbungsgespräch oder auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch zusammengelatzt wird, ne? Warte mal, du meinst jetzt, dass er, wenn Arbeitgeber meine Adresse sehen, laden sie mich überhaupt nicht zu einem Vorstellungsgespräch ein. Du meinst jetzt diesen Teil? Also er sagt ja erst, er fühlt sich etwas sicherer, ne? Aber auch Ja. weniger willkommen. Jetzt nehmen wir die Polizeikräfte weg. Ja, also das Viertel wird unsicherer, Ja. ne? Aber ist nicht mehr so verrufen als böses Viertel, ne? Als Polizeiviertel oder.
Problemviertel. Ne? Und er kriegt dann so die Einladung zum Vorstellungsgespräch, geht zur Straßenbahn, steigt da ein und wird da erstmal zusammengelatzt von. Ja, Okay. ne? Ach so, ja, aber genau das halte ich, selbst das halte ich nicht für realistisch. Wenn du nicht die Polizei in das Viertel schickst, dann ist das Viertel immer noch ein Problemviertel. Also, Ah, okay, stimmt. weißt du, das Problem hier bei dem Ahmed ist, der denkt, weil die Polizei da ist, sehen die Leute jetzt sein Viertel als Problemviertel an. Dass sie deswegen ihn nicht zum Vorstellungsgespräch einladen, wenn sie die Adresse sehen. Aber die Du hast Polizei, recht, du hast recht. das ist schon wieder so eine Kausalitätsumkehr. Ursache und Wirkung ist hier falsch. Ja, Also, da habe ich jetzt auch einen Fehlschluss gehabt. Ja, das Ja, stimmt. die Polizei ist da, weil das Viertel schon vorher scheiße war. Und also ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ah, das ist ein Problemviertel. Da ist oft die Polizei, weißt du? Und der dann natürlich damit meint, naja, weil da Polizisten sind, da rennen blaue Leute rum, weißt du, so Leute in blauen Uniformen, das ist ein Problem. Weißt du? Nee, das Problem sind ja die Leute, weswegen die Polizei da ist. Ja. Ja. Okay, gut, dann weiter jetzt zum Ereignis 21. Ach, die Das Zukunft. Zukunftsszenario, das ist die Zukunft. Sicher, aber nicht beständig. Spannungen kündigen sich an. Ahmed hat Schwierigkeiten, sich zu Hause zu fühlen. Ja, Dann geht dann doch. kenne ich eine Lösung. Ja, dann kenne ich eine Lösung. Also seine Motivation war ja, wir fassen zusammen, Rückkehr, Zuhause und Ersparnisse. Und er kann So. die Liebe seines Lebens mitnehmen. Ja, das Ah war nee, das war Jasmin. Femi, Entschuldigung, ja. So, Jasmin geht es gut und sie fühlt sich sicherer in ihrem Viertel. In Ja, ihrem Viertel. Ja. Femi denkt, dass sich niemand für ihn interessiert. Boah, Er ich hat doch die kommentiere das Liebe jetzt seines nicht. Lebens, oder? Nee, die Liebe des Lebens hat er ja nur gefunden, wenn wir uns für das positive Ereignis entschieden hätten, weißt du? Ah, stimmt, Wenn wir stimmt, jetzt in stimmt. einem anderen Zukunftsszenario wären, da stände jetzt, Femi, ist glücklich. Warte, was stelle ich jetzt? Ach so, das mit den Papieren war das bei ihm. Ja, Okay, ja, okay. Ja. genau. So, die EU-Öffentlichkeit wird verschlossener. Die Stadt verändert sich schnell. Viele Migranten haben sich in letzter Zeit hier niedergelassen. Die Bürgermeisterin investiert nicht in Integrationsprogramme für Migranten, weil sie Gegenwind aus der einheimischen Bevölkerung befürchtet. Auch hier wieder Ursache-Wirkung. Die verbesserte Sicherheitslage in den Problemvierteln beruhigt manche Menschen. Aber da es kaum zu Kontakten zwischen Einheimischen und Migranten kommt, könnten sich in Zukunft vermehrt Konflikte ergeben. Auch hier wieder dieses Wieso Ding. könnten? Erstmal mehrere Dinge. Die Bürgermeisterin investiert nicht in Integrationsprogramme, weil sie Gegenwind aus der einheimischen Bevölkerung befürchtet. Diesen Satz zum Beispiel halte ich für absoluten Schwachsinn. Also, ich entscheide mich ja nicht gegen Investitionsprogramme, weil ich von der einheimischen Bevölkerung irgendwelche Maßnahmen befürchte. Also, das habe ich noch nie gehört, dass dann welche diskutieren, protestieren, irgendwelche Einheimischen, eben weil es Integrationsprogramme gibt. Also, das Bin ist. ich mir nicht sicher. Ja, Wenn für mich hat die das. einheimische Bevölkerung noch wirklich eine Gewichtung hat und die Ja. Stimmung sich da gewissermaßen dreht, dann kann ich mir das schon vorstellen. Also so ein Nee. 80-20-Szenario. Weißt du, worum es mir hier geht? Also für mich wird hier ein bisschen so dieser Strohmann von der hart rechten Bevölkerung an die Wand gemalt. So, die hören, oh, gibt es Integrationsprogramme, zack, müssen wir sofort auf die Straße. Aber die meisten Leute sind doch nun mal eben solche eher so CDU-Kacks, die sagen, ah, mit den Migranten machen uns Probleme und da gibt es das Integrationsprogramm. Ah, das klingt doch gut. So sind ja die Leute nun mal leider drauf. Wenn sie jemals was getan hätten, also die Integrationsprogramme. Ja, aber gut. Die verbesserte Sicherheitslage in Problemvierteln beruhigt manche Menschen. Da es kaum zu Kontakten zwischen Einheimischen und Migranten kommt, könnten sich in Zukunft vermehrt Konflikte geben. Auch, ja, gut, das mag sein, oder das ist sicherlich so. Das ist Gerade wird, in ja. Berlin oder Westdeutschland sehen wir das. Natürlich gibt es dort wenig Kontakte zwischen Einheimischen und Migranten. Aber auch da wieder, also das liegt nicht an der Politik, finde ich, das zu ändern. Oder ist nicht so richtig unsere Schuld als Mehrheitsgesellschaft. So wird das ja häufig von Linken dann gesagt. Ja, wir sind schuld. Wir müssen mehr tun für die Integration und so. Nee, Genau. andersrum. Das ist halt eine Bringschuld. Also die kommen hierher und die müssen sich integrieren. Und wer das nicht leistet, der gehört halt hier nicht hin. Ich würde jetzt gar nicht so die Schuldfrage stellen wollen. In meiner Welt, wenn die Migrantenanzahl so gering ist, dass sozusagen ein nicht bloß Integrations-, sondern Assimilationsdruck vorherrscht, um hier überhaupt zurechtzukommen, dann lösen sich die Konflikte von alleine, weil diese Leute sich zwangsläufig assimilieren und nicht bloß integrieren.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre natürlich das Und Beste. dann hast du keine Schuldzuschreibung mehr. Aber Ja, sobald du das. dann bei 10, 15, 20% ankommst, ja, dann lebt man halt nebeneinander und Ist richtig Mensch. so. Und da ist das Problem, wir sind jetzt hier auf der städtischen Ebene und wir haben die Situation, wir haben viele Migranten. Also man hätte halt schon auf der obersten Ebene sagen sollen, nein, das Flüchtlingsboot kommt nicht an. Da hätten wir jetzt all diese Probleme, die hier auf den Karten beschrieben wurden, gar nicht gehabt. Also, Ist eigentlich dämlich. ist es so ein richtiges Trickle-Down-Spiel, wenn man es so. Du fängst Ja. einmal beschissen an und dann. Ja. Ist eigentlich interessant und das ist halt schade, dass wir halt gar nicht so richtig sehen, die Früchte unserer Arbeit, sage ich mal. Also wir haben ja am Anfang nämlich alles hart abschottend gewählt eigentlich. Wisst ihr, wir haben immer gesagt, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Aber am Ende ist ja alles hier in dem Spiel gleich geblieben, weil die Ausgangssituation innerhalb der Runden immer die gleiche ist. Ja. Das ist dumm. So, okay. So, dann kommen wir jetzt zur Karte 22 Diskussion. Das Ich können wir lese uns mal wahrscheinlich vor. sparen, weil wir uns die ganze Zeit schon diskutiert haben. Aber ich lese es mal vor. Der ist interesseshalber. Diskussion. Ihr habt das Ende der Geschichte erreicht. Schaut euch noch einmal eure drei Zukunftsszenarien an und diskutiert sie. Sind Ahmed, Femi und Jasmin glücklicher oder weniger glücklich? Haben sich ihre Träume erfüllt? Werden sie in eurem Land bleiben? Okay, ich sag gleich was dazu. Ist die Gesellschaft eher verschlossen oder offen in Bezug auf Einwanderung? Würdet ihr selbst gerne in dieser Zukunft leben? Was habt ihr gelernt? Habt ihr bessere Lösungsvorschläge für die Herausforderung? Wenn andere Gruppen das Spiel zur gleichen Zeit gespielt haben, vergleicht eure Ergebnisse mit ihnen und diskutiert die Unterschiede. So, erstmal zweiter Absatz. Sind Ja. Ahmed, Femi und Jasmin glücklicher oder weniger glücklich? Nochmal, es ist Ist dir mir scheißegal. Es scheißegal. ist mir wirklich scheißegal. Also, haben sie ihre Träume erfüllt? Auch scheißegal. Also, wir schulden denen nichts. Wir sind denen nichts schuldig. Der letzte Satz ist mir nicht egal, tatsächlich. Werden Sie in eurem Welcher? Land bleiben? Ja, werden sie in eurem Land bleiben? Ja, genau. Das ist mir wiederum nicht egal. Klar, und dir auch nicht. Also, das ist das Einzige, was mich an denen interessiert. Das ist, bitte gehen. Und die können es ja meinetwegen dann auf legalen Weg nochmal probieren. Ja. Würde ich Und selbst jetzt ablehnen? nö, können sie ja probieren und wir können immer auch sagen, nö, aber oder ja, je Ach nachdem. so, So meine ich das, ne? ja, lieber legal oder klar, nur Ja. legal, alles andere ist Schrott, ja. So, würdet ihr selbst gerne in dieser Zukunft leben? Ja, schwierig mit den Karten, die man hier kriegt, ne? Ja, eben, naja, das Ding ist ja, die Karten, die wir bekommen haben, beschreiben ja eigentlich die Szenarien immer nur so, wie es gerade ist, den Ist-Zustand. Und wollen wir in dieser Zukunft oder in diesem Setting leben? Nein, wollen wir nicht. Aber deswegen wählen wir ja auch nicht die Altpartei. Ja. Ah, schlimm. So, das war das Spiel. Ich kann ja noch, ich habe ja hier die Karten noch da. Wollen wir es vielleicht so machen? Ich meine, wir haben noch ein paar Minuten, dass ich mal einfach fix vorlese, was passieren würde, hätten wir die linken Sachen gewählt. Das sind ja nur drei Zukunftsszenarien, weißt du? Warte, ich guck mal ganz kurz auf den Timer. Ja, du musst dazu bedenken, wir mussten Ja, wir jetzt ja sind bei etwas einer schneiden, wegen. Dreiviertelstunde, ja. Wegen technischen Problemen. Plus minus. Ja, ich würde es jetzt einfach mal vorlesen, da musst du ja gut zuhören. So, warte mal, wenn Okay, wir da gehe jetzt. ich mal hoch, oder? Zu dem. Ja, ich muss hier nur jetzt mal kurz überlegen. Also, wir wählen 2a und 3a, nehmt mehr. Warte mal kurz. Das ist jetzt wirklich eine kognitive Herausforderung. okay, fünf Zukunftsszenarien. So, dann 8. Warte, dann wäre es mal hier, dann zu 7, Zukunftsszenario. Ah ja, okay. Ach Jetzt geht's so. los. Warte mal, ach, recht. Das wie viel geht es hier? Ach scheiße, ich bin hier falsch abgewogen. Oh Gott, das ist, naja, ich für die Nee, pass auf, Zuschauer. wir machen das separat, oder? Scheiß Ja, drauf. zur Erklärung für die Zuschauer nicht, dass die mich für ganz blöd halten. Das Ding ist halt, wie die Karten gedruckt sind, was halt hier immer Vorder- und Rückseite und dadurch sind die hier gespiegelt und gedreht und irgendwas. Du musst da hier ganz schön überlegen, während du hier durchscrollst, wo du genau lesen musst. Aber ja, wir machen das nochmal Ja. getrennt. Hast recht. Ja, Mensch, Europa ist fast gerettet. Ja. Im Rahmen des Spiels. Also, man muss sich das mal vorstellen, ne? Wir haben jetzt immer die Hardliner-Position genommen. Schlussendlich. Und die Leute sind trotzdem hier. Ja, na klar. Und Ja.
Es eigentlich ist es wirklich wie jetzt, ne? Ja, ach Wie es so, jetzt ist, genauso beschissen. was wir vielleicht nochmal machen können, wie fandst du denn jetzt das Spiel insgesamt, wenn wir das vielleicht nochmal bewerten wollen? Also die Idee von dem Spiel und die Umsetzung und überhaupt. Also die Idee ist an sich, denke ich, nicht verkehrt. Also ich würde es nicht im Schulunterricht machen wollen, ehrlich gesagt. Und darauf Aber zielt es aber wahrscheinlich ab. so an sich, okay, warum nicht? Aber es müsste halt wirklich viel mehr gefächert sein. Also es kann nicht sein, dass du, egal was du in einer Spiel- oder Zoom-Ebene sozusagen beschließt, du jedes Mal auf den, dann, wenn du weiter zoomst, auf demselben Level landest. Ja, Das das ist ist schwach. doch absoluter Bullshit. Vor Also allem so ein jetzt Spiel, wirklich was hier mit überspitzt Ego-Geldern. gesagt, du kommst hier nicht rein und dann Level Ja. 2, oh, sie sind trotzdem Ja, da. ja. Was zur Hölle? Vor allem so ein Spiel, was mit EU-Geldern gefördert ist. Ja, meine Ja. Meinung ist ähnlich und halt gut, die Sachen, ja, jetzt wiederhole ich mich ja doch, die Sachen hat man halt oft gesagt. Ich finde halt mehrere Punkte, dem ich, also vor allem allen voran dieses Rumhacken auf den Migranten, also nicht rumhacken, aber dass du den Smileys gibst und darauf achtest, wie es denen gut geht oder nicht. Und Wie so das, Haustiere, ne? ja, und nochmal, es sollte halt eben EU-Politiker egal sein, wie ein Staatsangehöriger von einem anderen Land wieder glücklich ist. Selbst wenn der hierher kommt, dann ist er halt immer noch ein anderer Staatsangehöriger. So, Und auch der Fokus auf diesen Wirtschaftspart hat mich so richtig genau. angekotzt, Das ne? war auch richtig schlimm. Also immer diese hart, diese, naja, wie sage ich das, diese Kackpunkte letztlich, ne? Also die Kapitalisten, dieser Kapitalistenpunkt immer, ja, wir brauchen die Arbeitskräfte und so und Das ist ja schön an den Lohn sich nicht drücken. verkehrt, aber alles andere ausblenden. Ja, Richtiger alles andere Bullshit. ausblenden. Genau. Und ein, was wollte ich noch sagen? Ach so, naja, gut. Was ich gut fand, dass man am Anfang, du hast ja diese Rollenkarten bekommen, da waren auch einige Punkte dabei, die waren ziemlich geil. Also auch, wo ich sage, ah, interessant ist das Draufdrucken. Zum Beispiel eben diesen Punkt, den ich gerade genannt habe, da stand irgendwie mal als Position, ja, die Löhne der Einheimischen werden gedrückt, wenn viele Zuwanderer kommen, weil die nicht mithalten können. Das ist so ein Punkt zum Beispiel, der ist in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert, dass sie den hier nochmal uns so schön präsentieren und wir den sogar ausspielen sollen, das finde ich geil. Stimmt, jetzt wo du es sagst, also dahingehend ist natürlich interessant, wenn du das als in so einer, ich sag's mal, linken Burgenumgebung spielst, dass diese Leute dann einen rechten beamen müssen. Genau, Ja? die sind dann gezwungen, da so zu Also argumentieren. das Das könnte finde ich so interessant. gewisse, ja, kognitive Dissonanzen auslösen. Das Aber ist natürlich spannend. auch, genau, natürlich auch auf rechter Seite, muss man sagen, wenn man Wollte jetzt gerade gezwungen sagen. ist, einen linken Punkt zu spielen. Also, Das das spricht uns ist, ja nicht frei, genau, wenn wir jetzt hier den genau, das Robert spricht uns nicht frei. Habeck-Part bekommen, sozusagen, oder ja. Genau. Das Also, wird da kann man hart. sich vielleicht auch in andere, soll man sich dann ein bisschen mehr reinversetzen. Also, dafür, naja, wie soll ich sagen, so gesellschaftliche Diskussionen im zivilen Rahmen bin ich ja immer dafür. Also, dass man sich miteinander auseinandersetzt. Ja, wenn es nicht so ernst wäre, ne? Ja, und noch eine Sache wollte ich noch anmerken, was mich halt genervt hat an dem Spiel, ist halt aber wirklich dieses Framing, was hier in jeder Zeile durchscheint. Also, wir haben das ja gemerkt, wir haben jetzt hier 3 Folgen, dieses Spiel diskutiert, weil es an jeder Zeile wirklich was zu meckern gab, eigentlich. Ja, es wird immer viel auf die Tränendrüse gedrückt und ja, wie du schon sagst, also Ja. was interessiert mich deren Leid als Politiker? Und man soll ja hier Letztlich ein ja. Politiker sein oder man soll ihn spielen. Und wenn du Ja, dich als ist schon Politiker eigenartig. nur von Gefühlen leiten lässt, dann fährst du den Karren halt an die Wand. Es ist Ja, einfach vor so. allem Gefühle von fremden Staatsangehörigen. Also das ist halt das Ding, nicht von deinem eigenen Staatsvolk. Aber gut, ich denke, das war unsere Zusammenfassung und damit haben wir es geschafft. Destination Europe hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, Arti. Ja, das gebe ich zurück. Und ja, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr nochmal den, ja, linksgrün versifften Speedrun haben wollt von diesem Spiel. Genau, Dann macht das. macht Tom euch nochmal eine PDF da draus. Ja. Und ansonsten, nach all der weltlichen Kacke, würde ich sagen, es ist Zeit für ein Gebet. Bitte sehr.
Amen. Amen. Oh, das kam diesmal sehr gleichzeitig. Wir Es tun das ja nie wird langsam. gleichzählen. Es wird langsam wirklich. Okay, geil. Genau, und ich mache dann wie immer die Gewächshaustür hinter uns zu und wir verziehen uns in unsere Beete und schlafen dort. Also dann, Guten haut rein, Nacht. Leute. Tschüss.